Ja, und wie schon gesagt, wir sind wieder bei The Amazing Spider-Man. Ich sag's wahrscheinlich viel zu oft, aber ich muss sagen, das Spiel ist einfach lässig und ich kann den Namen nicht oft genug sagen. Jetzt muss ich bloß mal hier diesen komischen Zivilistchen finden, der hier sich hier irgendwo rumtummelt. Wahrscheinlich hier vorne um die Ecke. Ja, da hinten. Schön da bleiben, ja? Ich komme in Frieden. So. Kein Problem. Hoi, Rotschein, Kambodscha. Da hinten. Was machst du da? Beiß nicht die Hand, die dich schwingt. Genau. Ist zumindest mal ratsam. Na, komm. Hier, das da. Ein Zivilisten noch, dann haben wir es. Dann haben wir bloß noch die typischen Schlägereien. Und den Banküberfall. Ja, erstmal hier den Zivilisten. Oh, ein Krankenhaus und eine Quarantänestation haben wir ja auch gleich in der Nähe. Hätte man ja fast zu Fuß hier rüberlaufen können. Da lang, hier lang, hier lang und... Nawoll. Ah, schaut doch schon wieder wesentlich angenehm auf aus der Karte. Dann... Hierher. Nee. Du mit deinem Zahnstocher hier. Hopp, und Numero uno. Zwei. Und. Na kommt. Drei. Und. Vier. Und du noch. Nummer 5. Sehr schön. So schnell kann es gehen. Dann, was haben wir denn noch alles? Hier, wieder ein Fotoauftrag. Den Pfoten, den er die hinterlassen hat, scheint der Katzen zu mögen. Greifbund führen die Wand drauf. Das ist eine, die an dich adressiert ist. Gut. Dann auf zum Fotoshooting. Nein! Geh drauf! Da! Das Ding, das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Die kommen aber auch immer irgendwie kürzeren Abständen, habe ich das dumpfe Gefühl. Kann aber auch sein, dass ich mir das einfach bloß einbilde. Hat mir Whitney Chang mal wieder Fotoaufträge gegeben? Na, perfekt auf dem Bus gelandet. So, die klaut gerne was, kann das sein? Krallenspuren. Krallenspuren. Na, dann gucken wir halt nochmal. Hallo. Scheiße, da kannst du eine Krallenspur für die Wand drauf. Okay. Dann schauen wir mal. Krallenspuren, was sind hier? Ah, das sind Krallenspuren. Oh, atemberaubend. Das schaut so aus, als wenn wir hier. Da haben wir eine Adresse an uns. Schaut aus wie Catwoman. Okay, gib's mir. Ja, okay. So, und dann irgendwelche Pfotenspuren. Ah, hier.
Hallo. Da. Sehr schön. Also das mit den Fotoaufträgen läuft ja mittlerweile wieder besser. Okay, dann erreiche das Roboterlabor, um Connors zu retten. Machen wir doch glatt. Erstmal wieder durch den halben Park jumpen. Und... hip. Na, 900 Meter. Und... hip. Hip. Da oben geiert er rum, oder was? Da, eine Seite, eine Seite. Das war's echt wert. Jo, finde ich auch. So, betrete das Geheimlabor. Rein mit dir, Spidey. Whitney Chang, ich auf Koordinaten hier in die Gaming-Labor. Ich durch nicht mehr jeder vorsehen, da die Anlage über starke Sicherheitsvorkehrungen. Ist denn jeder bis an die Zähne bewaffnet? Ach du Scheiße. Das wird nicht einfach. Definitiv nicht. Die meinen es wirklich ernst. Ich darf mich einfach nicht sehen lassen. Deswegen würde ich mal sagen, erstmal. Nein! Depp. Wobei, den könnte ich jetzt doch eigentlich lautlos ausschalten. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal hierher. Dreh dich mal um. Bitte, lass es keinen sehen. Gute Nacht. Sehr schön. Und weg mit dir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann den da. Dann dreh dich um. Könnte eventuell funktionieren. Zwei sind einer zu viel. Sehr schön. Verdrück mich mal wieder. Also die Ecken haben wir geklärt. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Fehlt jetzt bloß noch der Scheiß hier. Ah, da hinten da geiert noch einer rum. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Schauen wir mal. Okay, der hat es scheinbar nicht gerafft. Komm, Spidey, komm. Jawohl, perfekt. Gerade noch rechtzeitig. Die letzten zwei. Ich vernachlässige meinen Nebenjob als unbezahlter Foto. Was gibt's denn jetzt? Konzentrier dich. Okay. Die Zeit ist knapp. Ja, und ich muss wieder irgendwas fotografieren. Eins hin, drei im Sinn. Hier kann man ja nichts fotografieren. Dann würde ich mal fast sagen, das da. Super. Na, siehst du. Und schon wieder ein Job erledigt. Da wären wir. Wenn das denn doch immer so leicht wäre. Hoffen wir, dass diese Sache zu etwas Gutem führt. Ja, hoffe ich ja auch. Und weiter im Text.
nachdem wir ja alle schon freigeräumt haben, ist es ja hier kein Act mehr. Das klingt nach Spaß. Spielt Ping-Pong, oder? Beeilung. Jo, könnte ein bisschen schneller gehen. Fast geschafft. Den letzten noch. Das ist der da hinten. Was gibt's denn jetzt? Ich finde es geil, dass die mich nicht erkennen oder bemerken. Super, juhu. Wieder ein Auftrag erledigt. Sehr schön. Technik-Upgrade. Muss ich ja glatt mal ausprobieren, wenn ich mal Zeit und Lust dazu habe. Sind alle krank, ich will nicht rausgehen. Ich schon, irgendwie. Und doch nicht. Ja, wir haben jetzt eigentlich... Oh, da haben wir noch einen Raubüberfall übersehen. Egal, ich renne da jetzt nicht extra nochmal hinter. Sondern direkt weiter mit der Story. Na, und hopp. Und... Schauen wir mal, was uns da erwartet. Wieso ist das eigentlich blau markiert? Ist das gut? Ist das schlecht? Lüftung, Roboterlabor. Dann bin ich mal gespannt, was Kapitel 10. Alter Schwede, wie viele Kapitel gibt es denn da drin? Na komm. Bitte warten, bitte warten. Bitte warten. Schaut er schon irgendwie cool aus. Zwar keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin soll oder was. Oscorp übernehmen. Was, Alistair? Das nenne ich Ehrgeiz. Zu schade, dass sie ihn so destruktiv nutzen. Ja, ist denn nicht jeder so nett wie wir? Wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten in den Schacht oder was? Ich muss Connors finden, bevor Alistair etwas Dummes tut, wie ihn zu töten, wenn er es nicht schon getan hat. Oh, da, hier was. Ach ja, stimmt, wir können ja upgraden. Upgraden, hier upgraden. Nee, damit... Achso, nee, können wir nicht. Wieder blöd. Hier rüber. Okay. Und jetzt? Ach, die Welt braucht kein Mittel gegen das Böse, Connors. Sie braucht eine Waffe. Das Nanobot-Serum ist mein großer Durchbruch. Eine neue Ära der Nanotechnologie bricht heute an. Sie wird alles verändern. Mein Vermächtnis wird ewig sein. Und ich will, dass Sie es sehen, Sie Connors. Haben nicht nur Ihre Beine verloren, sondern auch Ihren Verstand, Smile. Bitte keine Entschuldigung. Mein Verstand war nie klarer. Ich habe eine Verantwortung. Warum wollen Sie Unschuldige vergiften? Wenn Sie mich nur... Glauben Sie, ich bin ein Idiot, Connors? Ich kenne Ihren Plan. Indem Sie das Problem, das Sie geschaffen haben, lösen, werden Sie bei Oscorp wieder aufgenommen. Nein, meine Arbeit formt die Zukunft, nicht Ihre. Ich werde die Stadt retten. Ja, ja, wie war das? Genie und Wahnsinn. Vielleicht schaffe ich es zum Aufzug und komme so zu Connors. Ach, da dürfen wir uns ja... Wenn sich da was bewegt, steht das Förderband still. Nee. Komm, wupf das Ding weg hier. Ah. Komm weg hier. Komm, heiß die Scheißschüssel in zwei Teile. Weg hier. So, wie war das jetzt eh? Oh, fuck.
Komm, Spidey, beruhig dich wieder, bitte. Bitte, danke. Okay, hier rüber. Ich muss diese mechanischen Arme ausschalten. Die sehen nicht so aus, als wären sie für eine Massage gut. Tut mir mehr weh als dir. Sehr schön. Dann bleibt uns eigentlich bloß noch die Möglichkeit, irgendwie die Scheißdinger hier. Und das Geschütz hier oben. Perfekt, erste Seite clean. Dann kommt jetzt die zweite Seite dran. Halt. Ah! Wächst halt. Also Spidey, ich muss echt sagen, Respekt, dass du diesen Stromschlag aushältst. Und den Scheiß hier rausreißt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt was rupfen wir jetzt als erstes raus? Das nicht. Das auch nicht. Ich würde mal fast sagen, das Teil. Sehr schön. Und da oben die Kanone. Nice. Und diese mechanischen Arme müssen deaktiviert werden. Ja, dann haut das Ding zu Brei. War jetzt zwar erst nicht mein Sinn und Zweck, aber Tarnattacke geht ja auch bei denen. Cool. Aus dem Weg, Kumpel. Dann machen wir das doch bei dem auch. Dann brauchen wir uns nicht mit diesen Scheißstromschlägen rumärgern. Weg mit dir. Und dann das Geschütz. Ja, jetzt können wir die Schaltschränke mal klein schlagen. Nummer 2. Jetzt brauchen wir noch die anderen beiden. Solange sich da was bewegt, steht das Förderband still. Ja, ich hab's kapiert. Jetzt noch Zone D. Sehr schön. Perfekt. Jetzt geht die Tür auf. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Der Schuss könnte den Dampf stoppen. Eine Sekunde. Und wir... Ja, wieso? Da komme ich doch so auch so. Siehst du? Geht so auch. Smile hat überall seine Spione. Ja, ich würde jetzt aber echt sagen, wir machen hier einfach mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Servus.